Aktien 1, Tag 1. Aber wenn ich das Internet zerstören wollen würde, wie würde man das anstellen? Also, ich frage von Freund. Nee, also jetzt mal ehrlich. Kann man? Ja, man kann. Also, eure Oma vielleicht nicht, es sei denn, sie kann Bagger fahren. Naja, wir haben uns angeschaut, wie man das Internet kaputt machen könnte. Und bringen euch das wahrscheinlich unterhaltsamste Weltuntergangsvideo, das wir je gemacht haben. Why can't I post this video? Have you tried turning it off and on again? Why is no one liking my post? No, God, please, no! Es begann alles damit, dass wir Internetzerstörung gegoogelt haben und das sofort bereut haben, weil das eine ganz schlechte Google-Suche ist. Aber wenn man ein bisschen weiter sucht, kann man tatsächlich herausfinden, wie man das Internet selber theoretisch abschalten könnte. Long story short, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, von sehr kompliziert bis zu sehr einfach. Level 1. Also, ihr geht in den Baumarkt, kauft euch eine Axt. Here's Johnny. Eine Axt, ist klar. Und buddelt eines der weltumspannenden Unterseekabel dort aus, wo sie an Land treffen. Hier zum Beispiel. Oder hier. Denn das Internet funktioniert nicht mal halb so kabellos, wie unser WLAN uns das glauben machen will. Die großen Datenströme dieser Welt zwischen den Ländern und Kontinenten fließen alle durch Unterseekabel. Großbritannien hat einige, da müsstet ihr viel graben. Für Westafrika hingegen reicht ein einzelner Schnitt an der richtigen Stelle, dann sind Länder an der Küste erstmal vom globalen Internet getrennt. Das ganze Internet habt ihr damit natürlich noch nicht zerstört, aber es ist ein Anfang. Level 2. Für die, die etwas mehr wollen, empfehlen wir die fortgeschrittenen Variante. Die Satelliteninfrastruktur des Internets. Also nicht die Satelliten da oben, das ist eine etwas vertracktere Geschichte. Wie man damit mischt, dazu haben wir vor ein paar Wochen ein leider ziemlich gruseliges Video gemacht, das ihr euch hier ansehen könnt. Doch zu jedem anständigen Satellitennetz gehören auch Bodenstationen. Die sind besser geschützt als die Kabel, aber ihr könnt von außen den Funkverkehr mit sogenannten Jammern stören. Sofern ihr das aber nicht weltweit mit zig Komplizen genau gleichzeitig macht, ist das allenfalls ein kleiner Hiccup im weltweiten Datenfluss. Level 3. Wer das Internet temporär etwas weitläufiger lahmlegen möchte, der sollte sich für die Profi-Variante entscheiden. Einen Cyberangriff. Es gibt verschiedene Ideen, aber bei fast allen schlägt man das Internet mit seinen eigenen Waffen. Denn es besteht aus der Vernetzung von unzähligen Servern, auf denen die Daten liegen. Um dieses Netzwerk geht es übrigens auch hier, nicht um die Löschung von Daten, die man im Internet findet. Das ist tatsächlich Stand jetzt nicht möglich. Im Falle von meinem alten Schüler-VZ-Profil nicht gut, aber generell natürlich gut. Aber auch die Netze des Internets sind ziemlich robust gebaut. Das Zauberwort heißt Pakete. Jede Datenmenge, die durch das Internet geschickt wird, wird in viele kleine Pakete aufgeteilt. Um die schnellste Route zu finden, pingen die Server. Das heißt, mithilfe einer Art Testsignal wird die kürzeste Route errechnet. Auf diese werden dann die Pakete geschickt. Der Vorteil ist jetzt, wenn es auf einer Route eine Überlastung gibt oder ein Server gerade nicht erreichbar ist, können Pakete einfach über eine andere Route umgeleitet werden. An sich also eine super Sache, die unter anderem so designt wurde, damit man das Internet eben nicht einfach so lahmlegen kann. Wir Idioten wollen das jetzt natürlich trotzdem machen. Zum Glück sagen manche Forschende, dass man gerade diese Eigenschaft auch gegen das Netzwerk selber wenden könnte. Dafür braucht man erstmal ein Bot-Netzwerk. Das ist sowas wie eine Armee von fremden Geräten, die der Hacker für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Es kann eure Heizung mit digitalem Thermostat sein, eure smarte Zahnbürste, euer Staubsauger, vielleicht sogar euer smarter Blumentopf? Was gibt's heutzutage eigentlich nicht alles? Meistens bekommt man das als Besitzer dieser Geräte übrigens überhaupt nicht mit, wenn sie in einer solchen Bot-Armee sind. Das solltet ihr mal überprüfen. Wir haben euch hier unter dieser Quelle eine Website verlinkt, die beschreibt, wie das geht. Mithilfe dieses Netzwerkes identifiziert man jetzt einzelne, besonders wichtige Serververbindungen des Internets und trennt sie. Mehr dazu findet ihr übrigens dann in dieser Quelle hier. Die Server an beiden Enden der Verbindung sagen nun allen anderen Servern Bescheid, dass sie gerade mal kurz Kaffee holen sind. Kurz darauf gehen sie wieder ans Netz und informieren darüber alle anderen Server. Das Botnetzwerk trennt die ausgewählte Verbindung wieder, sie verbinden sich, sie trennen sich, sie verbinden sich. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Der Clou bei diesem Gedankenspiel ist, die Status-Updates häufen sich derart, dass das System irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die eigentlichen Informationen durch das Internet zu transportieren. Es ist also effektiv lahmgelegt. Eine andere Angriffsmethode mit so einem Botnetzwerk hat es tatsächlich schon mal gegeben. Am 21. Oktober 2002, da haben Hacker die 13 DNS-Root-Server des Internets angegriffen. Die sind quasi das
Adressbuch des Internets. Denn Adressen sind schwer zu merken. Keplerlan 12202 AZ Nordwijk, Niederlande zum Beispiel. Oder war das 2202? Bei IP-Adressen ist es sogar noch schwieriger. Daher haben Websites Namen. www.drwatson.shop ist zum Beispiel eine ganz besonders tolle. Oder www.wikipedia.org. Habt ihr davon schon mal gehört? Diese DNS-Root-Server übersetzen die Adresse, die wir eingeben, in die entsprechende IP. Sprich, ohne diese Server kommt im Internet fast nichts dort an, wo es hin soll. Im Oktober 2002 bombardierten Hacker sie 75 Minuten lang mit derart vielen Anfragen, dass 9 von 13 überlastet waren. Sie konnten keine tatsächlichen Anfragen mehr beantworten. Ziemlich effektiv. Aber zugegeben, dauerhaft lahmgelegt hat das Internet auch noch nicht. Level 4. Dafür braucht ihr Methode Nummer 4, Internet zerstören für Diktatoren und alle anderen Staaten. Damit könntet ihr das Internet in einem ganzen Land abschalten. Hierfür müsstet ihr allerdings, wie der Name schon sagt, eine Exekutive befehligen und wahrscheinlich auch kein besonders netter Typ sein. Dann könntet ihr nämlich einfach den Internet-Service-Providern eures Landes befehlen, euer Land vom globalen Internet zu trennen. Und dann ist das Internet in eurem Land wirklich, für so lange wie ihr wollt, tot. So in Teilen passiert im Iran unter anderem. Oder, hat mein Onkel gesagt, der wen von einer Behörde kennt, der wen vom Militär kennt, der eine Putzfrau kennt, naja, ist ja auch egal. Wenn man wirklich richtig effektiv und auf einen Schlag das gesamte Internet ausschalten wollen würde, dann greift man am besten das Stromnetz an. Danke fürs Zuhören und der heutige TED-Talk zum Thema Wie zerstöre ich das Internet wurde euch präsentiert von AirUp. Aber hey, Moment mal, waren die nicht wegen mangelnder Nachhaltigkeit in der Kritik? Das haben wir uns für euch am Ende unseres Videos zu neuem Wasser mal genauer angesehen. Mit AirUp trinke ich im Prinzip normales Leitungswasser, frei von Zusatzstoffen, Zucker oder Kalorien, aber durch die Aromapods oben auf der Flasche schmeckt es nicht so. Das Wasser schmeckt jetzt zwar nicht gerade wie Cola oder wie Orangensaft, aber es ist auch nicht mehr nur langweiliges Wasser. Gleichzeitig gibt es weniger Müll durch Einwegplastikflaschen und es hat mir persönlich dabei geholfen, mehr zu trinken. Okay, aber was ist jetzt mit der Nachhaltigkeit von AirUp? Die Pods bestehen zwar aus Plastik, sind aber immerhin aus recycelbarem Material. Hergestellt werden die Kapseln inzwischen in Holland. Die Edelstahlflasche, die kommt aus China noch, soll aber auch bald in der EU hergestellt werden. Und auch die Herstellung der Tritanflasche wurde schon nach Österreich geholt. Perfekt ist die CO2-Bilanz noch nicht, aber das Unternehmen bewegt sich in die richtige Richtung. Gut, sagen jetzt einige. Man könnte auch einfach Leitungswasser im Glas trinken, da eine Zitrone reinquetschen und 100% Plastik und CO2 einsparen. Und das stimmt. Aber seid mal ehrlich, wer macht das wirklich? Und wer kauft sich dann doch eher eine Cola oder Wasser mit Geschmack in der Plastikflasche? Das ist die Zielgruppe, die AirUp gerne erreichen und nachhaltiger machen möchte. Ihr merkt selbst, dass ihr manchmal vergesst, ausreichend viel zu trinken, gerade jetzt im Sommer? Dann klickt auf den Link in der Beschreibung, holt euch mit dem Code DrWatson 10% Rabatt und probiert es selbst mal aus.